Hallo und herzlich willkommen wieder zu Between the Towers. Heute hier am 1. September, offizieller Herbstanfang, glaube ich, hier wieder im Streaming-Format und direkt aus Frankfurt. Aber Kollegen sind auch in den Niederlanden, da aus Darmstadt und so weiter. Das ist das Schöne aus dem ganzen Streaming. Ein paar Präsentationen werden auf Englisch sein, ein paar auf Deutsch. Freue mich sehr. Neues Thema diesmal für uns: Space Technology. Und viele werden fragen, was macht der Mining-Inkubator eigentlich mit Space Technology? Aber hoffentlich nach unserem Event werdet ihr genau wissen, wow, das ist ja total cool, was ihr macht. Deswegen wollen wir uns da gar nicht lange aufhalten und beginnen. Also, wie ihr wisst, was ist der Mining Inkubator? Wir sind einer der führenden Corporate Venture Capital und Forschungs- und Entwicklungseinheiten im Financial Service Bereich. Gibt seit 2013 in Frankfurt. 100%ige Tochter der Commerzbank. Wir haben drei Bereiche: Community Building, Ventures und Prototyping. Ich gehe mal weiter. Between the Towers ist schon wirklich ein alter Hut hier bei uns, also wirklich etablierte Sache. Wir haben inzwischen über 5 Jahre auf dem Buckel, über 220 Pitches gehabt, 140 Speaker und über 11.000 Gäste. Es ist natürlich auch ein bisschen spannend, dass hier ein paar loyale Leute dabei sind, die immer wieder kommen. Also nicht nur, wenn wir es am ersten Dienstag eines Monats in der Goethe-Universität physisch auch haben, sondern eben auch ein paar, die inzwischen schon treue Zuschauer und Zuhörer geworden sind, inzwischen bei unserem BTT Streaming, und wir freuen uns immer sehr. Gebt uns bitte Feedback, was können wir besser machen, was sollen wir schneller machen. Also würde mich immer freuen, direkt an uns wenden. Dann haben wir natürlich ein paar Eventvorschläge für euch. Was gibt es so die nächste Woche? Einmal hier das Thema Pitch Club. Ihr seht hier die QR-Codes, macht euch einen Screenshot, wo ihr hingehen könnt. Dann das nächste Thema ist Investor X-Connect, also im Tech-Quartier, wo ja das DE-Hub ist, da haben wir ja ein paar gute Kollegen. Und hier The Future of Finance, Blockchain vom Philipp Sandner. Einfach hier mal dazuschauen. Und natürlich nicht zu vergessen, am 6. Oktober haben wir das nächste Between the Towers, und da geht es das nächste Mal um das Thema Environmental and Energy Systems, wieder im Streaming-Format. Wir haben ja gesagt, wir werden auf jeden Fall das Streaming-Format auch durchhalten, auch wenn wir dann wieder uns alle physisch sehen können, damit viele Gäste auch in der Lage sind, dabei zu sein. Also hier die Eventvorschläge fürs nächste Mal. Für all diejenigen, die uns auch ein bisschen was auf die Ohren bekommen wollen: Wir haben ja vom Anfang des Jahres so angefangen, die ersten Sachen mit Talk Between the Towers zu streamen, sind inzwischen bei Nummer 20 angekommen. Nummer 20 lustigerweise auch mit Frank Zimmermann, der auch nachher noch sprechen wird, gerade zum Thema Space Tech, aber auch ganz viele verrückte andere Sachen. Wie ist eigentlich die Venture Capital Szene in Deutschland? Was bedeutet digitale Kultur? Auch mal so einen Halbjahresrückblick gemacht. Also lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, was wir da insgesamt machen. Gibt es eben auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Stitcher und YouTube. Also wie gesagt, Talk Between the Towers. Abonniert doch einfach mal, was wir da haben. Würden uns freuen. Dann haben wir natürlich unsere Awards. Was haben wir in letzter Zeit alles gewonnen? Für die uns nicht so gut kennen: Hier Best Digital Innovationseinheit in Deutschland im Juni, Innovator des Jahres, Innovator des Jahres, haben vom BMWI eine Förderung bekommen zum Thema Identitäten, gehören zu Nordkapital, innovativstes Unternehmen in Deutschland vom Februar diesen Jahres, Finalist bei Bester Investor und haben natürlich vom Handelsblatt Diamond Star Award gewonnen in der Kategorie Digital Corporate Banking im September letzten Jahres. Mal gucken, wer es dieses Jahr gewinnt. Dann, wie schon erwähnt, ist bei uns natürlich das Thema Nachhaltigkeit, UN Sustainability Goals 17 ganz, ganz wichtig, und zwar nicht nur bei dem Thema Venture Capital, sondern über alle Bereiche, und es eben nicht nur so ein bisschen als Alibi und wir machen Greenwashing, sondern da haben wir auch echt spannende Sachen, gerade auch was das Thema Events angeht. Und eine Sache, die bei uns schon wirklich, wirklich, wirklich heiß vorbereitet wird von dem Team, ist unser Impact Festival Event April nächsten Jahres. Wir hoffen, dass wir uns da alle sehen können. In Offenbach ist das, Frankfurt. Das ist da wirklich ein großes Event. Wir gucken mal, was wir alles bewegen können. Eben nicht nur auf Finance, sondern die verschiedenen Bereiche aus den Sustainable Development Goals. Und ich glaube, das wird einfach super spannend für uns als Ökosystembauer, aber auch, was sind die verschiedenen Perspektiven. Und ich würde mich freuen, wenn ganz viele von euch auch kommen würden, aber auch viele der Teilnehmer ihre Perspektiven hier mit reinbringen. Ich glaube, ich ganz, ganz wichtig, damit wir sehen, wo wir in Zukunft irgendwo landen. Nochmal als Frühphase-Investor ein ganz wichtiges Thema. Wir gehören, wie gesagt, zu den ganz, ganz Bedeutenden hier. Jetzt sind jetzt nur mal die Corporate Venture Capitalisten abgetragen der verschiedenen Banken. Da sind wir nach Anzahl der Transaktionen, weil, wie ihr wisst, die Statistiken mache ich, deswegen sehen die auch so gut aus. Nach Citi und Goldman Sachs sind wir Nummer 3, Gemeininkubator und Commerz Ventures, Mining Inkubator, Frühphaseninvestor,
ist eben 250.000 bis 2 Millionen Minderheitsbeteiligung, Commerz Ventures 2 Millionen bis 20 Millionen. Und da gehören wir wirklich zu den ganz, ganz Aktiven und können uns da schon sehr, sehr stolz sein für das, was wir bisher erreicht haben. Einfach mal eine Übersicht über die vielen, vielen, vielen Ventures, in die wir investiert haben. Also das reicht von Deutschland, Israel, USA, Niederlande, UK. Und vor allem, auf was ich auch sehr stolz bin, dass es uns gelungen ist, jedes Mal, wenn ihr hier einen gelben Haken seht, heißt es auch, wir konnten dieses Startup bei der Commerzbank oder bei einer anderen Tochter der Commerzbank integrieren, eine Lösung für die Kunden der Commerzbank da auch mit reinbringen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um hier die enge Verzahnung zwischen Startup-Ideen und auch eben der Bank und den Kunden irgendwie zusammenzubringen. Ich glaube, das ist auch unser Auftrag, das ist auch unsere Aufgabe, wo wir versuchen, was können wir insgesamt machen. Deswegen ist es, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Dann kommen wir zu dem Thema, wo stehen wir im Prototyping? Und wie ihr vielleicht wisst, sind ja bei uns die Technologiereife gerade der wesentliche Messlatte, über welche Technologien schauen wir uns genau an. Die Themen eben Technologiereifegrad oder Technology Readiness Level 1 bis 9. 1, 2 und 3 sind sehr, sehr frühphasig. Und hier fällt genau dieses Thema Space Technology rein, über das wir nachher auch ganz, ganz viel reden werden. Super Referenten haben und auch ein paar jüngere Unternehmen, aber dazu später mehr. Die Themen 4, 5 und 6, das sind die Themen, wo wir Prototypen bauen mit unseren Labs. Viele davon kennt ihr von unseren Kollegen, sei es ein Augustin, sei es ein Helge. Ganz, ganz viele Verantwortungen, die ich jetzt nicht alle nennen kann. Gerade das Thema Networks, 5G, Edge Computing, Network Slicing, AI. Schaut euch insbesondere, wen das interessiert, GPT-3 an. Da ist echt eine Menge Zeug passiert. IoTs auf der Sensorik-Seite, Robotics, additive Druckverfahren, Augmented Reality und vor allem auch Quantencomputer. Jeder, der irgendwas so mit Quantencomputer mal am Hut hat oder so, schreibt mich bitte an. Ich gebe es weiter an das Team. JJ und Augustin und Kollegen sind da wirklich interessiert, um hier in den Dialog zu treten. Und dann kommen wir die Themen. Wie ihr wisst, der Mining-Roboter hat keine eigene Banklizenz. Deswegen, wenn eine Technologie reif ist, geben wir die in die Bank ab. So zum Beispiel Anfang dieses Jahres geschehen mit Cloud, Big Data, Machine Learning, Biometrie, Variables und Blockchain. Und da gehen dann auch die ganzen Teams mit rüber, sodass die Technologien dann auch in der Bank und letztendlich auch bei den Kunden landen, weil was bringt es zu forschen, wenn das nirgendwo ankommt. Aber heute sind wir bei einem Technologiereifegrad, der ganz, ganz weit weg ist, eben von unserer Seite, von Banking, Space Technology. Und wir versuchen das immer mehr, wie ich euch schon gedroht habe, auch in den Kontext mal zu bringen, was bedeutet es denn mit den Sustainable Development Goals? Und was ich ganz spannend fand, das WEF, also das World Economic Forum, hat gesagt, hier gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte, wie auch Space Technology letztendlich unsere Ziele für Sustainable Development Goals eben verbessern kann. Sei es um das Ziel, kein Hunger, also wir können das sehr viel besser über bessere Ernten und so weiter, Überwachung und Zugang, was Wasser angeht und somit für bessere Gesundheit zu sorgen. Bessere Qualität an Bildung, also den Vierer, indem man zum Beispiel nicht nur Glasfaserkabel hat, sondern auch mit Satelliten Daten und Informationen hier in entlegene Orte das senden kann, um hier letztendlich Möglichkeiten der Bildung weiterzugeben. Über Wasser ist ganz klar, was wir mit dem Climate, was wir mit dem Klima machen können, die Überwachung, wie wir insgesamt für bessere Qualität unter Wasser sorgen können und natürlich auch über und unter Wasser. Ich glaube, das ist so ein ganz spannender Case, wen es interessiert. Wir haben hier mal den Hyperlink kopiert. Ich glaube, es sind ganz, ganz viele Sachen, wie hier Space Technology, die für uns alle so ein bisschen weit weg sind, uns allen helfen kann. Von daher freue ich mich natürlich sehr. Wir haben so verschiedene Ansätze, eben Satellite System, Space Tourismus, das sind Sachen, die einmal als erstes kommen, aber je mehr ich drüber nachdenke, ist dieses ganze Thema Space Tourismus nur ein, oder bemannte Raumfahrt, nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Wenn wir hören über die Themen wie Agriculture, was können wir da machen, Navigation und Tracking, wie können wir Energie sehr viel sinnvoller auch nutzen und auch speichern und transferieren, aber natürlich auch Frühphasenwarnsysteme in irgendeiner Form bringen. Ich glaube, so sind insgesamt ganz neue Möglichkeiten da, beziehungsweise auch Verbesserungen von Möglichkeiten, die wir so bisher nicht kannten. Von daher finde ich immer wieder faszinierend, was diese Space Technology kann. Und wir sind natürlich super privilegiert, ganz in der Nähe hier zu sein von der ESA und der CESA, die hier in Darmstadt in der Nähe von Frankfurt sind. Und da haben wir nachher auch gleich ein paar richtig coole Sprecher. Apropos richtig coole Sprecher. Wir kriegen eben die Keynote heute
von der European Space Agency in der CESA. Matthew aus den Niederlanden wird auch Englisch sprechen. Frank wird auch Deutsch sprechen, der in Darmstadt sitzt. Und dann haben wir dann gefolgt dann noch Pitches von Vincent und seinem Kollegen Mario von Deep Blue Globe und natürlich noch von Jarok dann am Ende von HostMe. Super spannende Themen. Also ich hoffe, auch ihr seid genauso gespannt und gebannt, wie ich es bin. Wenn ihr unseren Twitter-Handle nehmen wollt, BT Towers auf Twitter, im Insta Between the Towers und dann noch auf LinkedIn at Between the Towers. May the tech be with you. In diesem Sinne freue ich mich. Matthew, if you're okay, I would ask you to basically take over and hopefully enlighten us with a really, really cool discussion. So, Matthew, over to you. The floor is yours. Thank you very much, Michael. Let me just share my screen. Hopefully, this has now come up. So, good evening, everybody. So my name's Matthew Edwards. I come to you this evening from the European Space Agency. So whilst I would love to say that I'm currently speaking to you live from the International Space Station as per my picture, the reality is that I'm coming to you from a rather wet and windy part of the Netherlands called Noordwijk. It's where ESA has its primary R&D location. So within the context of ESA, I work within the Space Solutions team. Oh, my slide appears to be doing its own thing. Excuse me one moment. There we go. So, yeah, as I was saying, I work within the ESA Space Solutions team, where our primary focus is really on supporting great business ideas that involve space, and that's touching all areas of society and the economy. But before I dig a little bit deeper into the parts that I'm involved with, let me just quickly introduce ESA as a whole. So in terms of space agencies, ESA is actually quite unique in the way that it's actually comprised of 22 different member states. We also have a few other participating states that we have cooperation agreements, like Canada, for instance, which means that they can participate directly in some of our programs. A question I often hear is, how are ESA and the European Union or European Commission related? Are you the same? Does one fund the other, etc.? ESA and the Commission are two completely different organizations. We have a different set of member states, which, as someone who is British, that's quite important. But we do work together with pretty much the same goal, to benefit European citizens. There are some projects in particular that we work on closely. Most notably, we have the Galileo Global Navigation Satellite System and the Copernicus Earth Observation Program, which combined represents about 20% of ESA's budget. In terms of employees, in total we have about 5,000. 2,300 of these are permanent staff. The rest of those are then provided by European industry, who then work on site with us as local contracted experts. The idea for an independent European space organization developed in the 1960s. We had two existing organizations, ESRO for space research and ELDO for launches. And in May of 1975, these merged together to form ESA. The cornerstone of the ESA convention is that we explore and use space for exclusively peaceful purposes, so we don't get involved in any of the military applications that many other space agencies around the world also involve themselves with. We're about to relocate it. So we are headquartered in Paris, but we have seven other sites across Europe. As I mentioned, I'm based in our main R&D center in the Netherlands, and that's called ESTEC. Here in Germany, Darmstadt, in fact, we have our mission control center called ESOC. And in Cologne, we have the European Astronaut Center, and that's where all of Europe's astronauts are trained. In terms of budgets, so it's a little over 5.7 billion, and 85% of this is spent directly on contracts back to industry within ESA's member states. There's quite a complex geo-return policy based on the contribution of each member state, but that's probably a complete other talk in itself.
However, averaged out, citizens of Europe enjoy the benefits of what ESA does for just 12 euros per year. Unlike many of the other national space agencies around the world, ESA covers pretty much all areas of space activities. So we do space science, we do human space flight and exploration. We do Earth observation, space transportation, navigation, operations and space safety, as well as the sort of base technology and telecommunications activities. And this really does make ESA quite unique. We also have our own spaceport in Kourou in French Guiana, meaning that Europe actually has independent access to space for both scientific and commercial missions. In terms of command center, yeah, we have our autonomous operations and space safety capabilities in Darmstadt. And these combined really make us a really sought after partner for international collaboration. Indeed, many of our missions are actually done in conjunction with other space agencies from the US, Japan, and Russia, for example. So I mentioned a moment ago about the 12 euros per year that you will very kindly contribute to ESA and make what we do possible. And you're probably wondering, what benefits do I get for this? So we split these benefits into four main areas. What do you as an individual get? So we have TV broadcasting and telecommunications, data access, satellite navigation, and weather forecasting. Just some of the things that we use in everyday life that are actually enabled by space. Our economy also benefits. So space creates real economic benefit back on Earth. Space technology and satellite data producing new services and jobs within fields as diverse as transport, health, agriculture, manufacturing, and even the financing and bank sector has benefited from space technology over the years. Our planet, one of our flagship programs, Copernicus, is the world's largest operational Earth observation satellite service. And this is really providing near real-time data, constantly all over the globe, telling us about the Earth and its climate and how that is changing. And our future. So over the decades, space has been a source of inspiration for millions of young people around the world to embrace careers in technology, the sciences and engineering. And it continues to do so to this day. So all in all, I think that's pretty good value for less than what works out at about 4 cents per day. So now I would like to move on to the part of ESA that I sit within. So this is ESA Space Solutions. So who and what is ESA Space Solutions? Well, we're the largest space innovation network in the world. We are the go-to place for businesses looking to get involved with space. Whether you're an aspiring entrepreneur, a large multinational company, or something in between, we probably have an offer that could be of benefit to you. We have a portfolio of activities within the umbrella of ESA Space Solutions that offer funding, technical support, and business coaching, all of which are tailored to the maturity of the idea and the business to help generate successful outcomes and create sustainable jobs. This is the umbrella I was mentioning. So these are the activities that sit within that umbrella. I'll start on the left-hand side with ESA Business Applications. So ESA Business Applications is the name for our funding programs for project-based activities. Here we support companies who are looking to integrate satellite data into their service offering. So, for example, this could be satellite positioning to track commercial vehicles for insurance purposes, or Earth observation data to predict and improve agricultural yields. On the whole, these programs are targeted at SMEs, typically those that are a bit beyond the early startup phase. So typically companies will already either have some initial revenues or they will have raised maybe either a seed or a Series A investment. Our funding, we are zero equity funding, so yeah, we don't take any equity in any of the activities we do. And typically we will fund up to about a maximum of 2 million euros per project. The
business applications activities that we do are generally divided into then three areas. So we have the kickstarts. These are like mini feasibility studies and are generally for some of the earlier stage companies or less mature ideas. Normally these are thematic led. So we group by topic. Some of the ones that we have currently out are in property tech, agri tech, and marine energy. And kickstarts are funded at about 60,000 euros per project. We then have the feasibility studies. So these are similar to kickstarts, but they're a bit more meaty. So they're for ideas that are a little further down the line. And we fund these generally at about 150,000 euros per project. The bulk of our funding, though, that really goes into the demonstration projects. So these are, they have value, sort of a mature value proposition. And then the project is to really demonstrate your service in the real world with real world customers to get that ever important feedback to enable an accelerated time to market. And for these projects, we can fund up to about 2 million euros. As these are all commercially focused, we are co-funding these activities alongside the company. So in general, we will put somewhere between 50 to 100% of the funding into this, depending on the exact project and company size. The other item on the left-hand side is the ESA Investment Forum. So this is an event we hold a few times per year where we bring companies that have been supported through ESA business applications, but also our business incubation centers, together with the investment community. I know Dr. Zimmermann has been involved in a number of these over the years, and I think he's going to touch them on his part of the presentation. So I won't go into too much detail there. But I'll finish up really talking about the activities that we have on the right-hand side of the umbrella. These are the ones that are on a day-to-day basis I'm very involved with. And I'd like to think that these are the activities that really make what we do special. So those activities combined are all together called ESA Near Me. And ESA Near Me is near you. So innovation and entrepreneurship tend to be quite local activities. And as I mentioned earlier, ESA only has a few locations dotted around Europe. In order for us to act effectively in this regard, we need to partner with experts and professionals who are actually already embedded within the innovation ecosystems of our member states. So essentially, we as ESA need to come to you rather than expect you to come to us. So this network that we've established over the past 15 years or so is really our main core strength. And it's comprised of our business incubation centers, our technology brokers, and our applications ambassadors. As you can see from the map here, we're present in quite a lot of places. There's over 80 dots there. And by the end of the year, we would expect to have a presence within all 22 of ESA's member states. And within most of those member states, we have multiple locations and activities. So what are the different elements of our network? So firstly, we have our ESA Business Incubation Centers, or ESA BICs. These are our flagship program for supporting entrepreneurs who are looking to launch a new space-related business. I mean, space-related is a somewhat strange term, but it can essentially be boiled down to two meanings. You can either be creating a business where the target market is space. For instance, you could be developing a satellite constellation, a new micro launcher, or some hardware that fits somewhere within the space industry supply chain. And we would term this an upstream development. The other option is that you're creating a business that is taking an existing space technology or satellite data and applying that into terrestrial markets, such as healthcare or automotive. And this is what we would call a downstream application. The image here on the left shows the offer that all of our ESA BICs across Europe provide. We have a consistent approach for that. The program support is up for a maximum of 2 years, and companies should not be older than 5 years when they come to us. I mean, in the vast majority of cases, companies are much younger than this. Some are even pre-formation. The funding, technical support, and business coaching are a core component of the incubation support. It's always appreciated, especially in those very early days of a startup.
However, it's often the softer things, such as the brand association and the access to investors and our partner network, that end up having more long-term benefit for the companies. So we currently have 22 centers spread across over 60 locations. And since 2004, we've supported over 900 startups to date. And at the moment, with all of the new centers, we're supporting about 200 new startups per year into the program. So the next two slides I have here show the ESA team network, which is comprising of the technology brokers and the applications ambassadors. Both play a similar role within the ecosystem, but have different technical focuses. So the technology brokers really aim to support existing businesses by solving their innovation challenges using space technology. And you may ask what actually consists of space technology. So this can be hardware such as materials, spectrometers, electronics, or even software such as algorithms that have been developed for space missions. Technology for space needs to have some certain characteristics. It needs to be durable, lightweight, miniaturized, resistant to temperature extremes and radiation, all whilst undergoing zero maintenance. As you can imagine, you cannot just call up a service engineer to go and fix your satellite in orbit if something goes wrong. So our brokers, they work from a technology push and a market pull perspective. So if there's a space technology that has a great potential for spin-off, they'll help the owner of that pursue it. But they also quite often work with non-space companies who are looking to innovate. So they will identify these innovation challenges. They'll define the problem space and any technical specifications there may be. They aim to source a short list of technologies from across the European space industry that may be able to solve this for them. When I was putting these slides together, I was slightly premature saying that Spark funding is available in Germany. It will very soon be available in Germany, within the next week or so, I hope. And these are funding for technology transfer projects where there's a clear commercial opportunity and enables us to cover some of the costs relating to the product development. The applications ambassadors fulfill a similar role as the technology brokers, but for satellite applications. So they'll hold workshops and events to inform industry about the opportunities that satellite data can provide. For companies interested in pursuing these opportunities further, then they can help them actually support in applying to ESA business applications. So that's to kickstart the feasibility and the demo projects that I mentioned earlier. So in terms of Germany, that role is fulfilled by an industry association called Bavaria. They're based in Gilching in Bavaria, funnily enough. But they are responsible for covering all of Germany. So that's at the moment really concludes my part of the presentation. I hope I've been able to convey to you a little bit about ESA as a whole and also the work we do within ESA Space Solutions. We have time for questions after Frank has done his part. But if there's anything else you want to know, please feel free to contact me. My details are on the slide here. I've also added a supplementary slide here with the contact details of the German ESA BIX technology broker and applications ambassador. So if you want to contact them directly, you can do. And at ESA, we're only as strong as our network partners. So I'd obviously like to thank them for the work that they do on a daily basis. Also have to give some thanks to the DLR Space Administration for their continued support and funding towards the activities we do. And finally, I'd like to obviously thank you for taking the time this evening to listen to me. And I will now hand over to Dr. Zimmermann, who will go into a bit more detail on the activities at a German level and also within the state of Hessen in particular. Thank you. Ja, dann darf ich gerne übernehmen. Ich warte jetzt auch gleich den Bildschirm teilen. Ich nehme an, man sieht ihn schon. Ich mache das noch kurz auf Modus. Ja, auch ich darf heute alle herzlich begrüßen zu unserem Event. Ich selber bin Luft- und Raumfahrtingenieur und wie Matthew schon gesagt hat, sind wir im Auftrag der ESA tätig. Das heißt, wir implementieren das, was er auf der überregionalen Ebene, auf der internationalen Ebene schon dargestellt hat, jetzt hier ganz konkret in Hessen, beziehungsweise auch in Baden-Württemberg. Mein Name ist Frank Zimmermann. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. Ich habe mich entschlossen, ich mache es auf Deutsch. Die Slides sind aber auf Englisch gehalten. Insofern hoffe ich, dass alle mir hier auch folgen können.
Ja, was Sie hier sehen, ESA Business Incubation Center auf der rechten Seite ist ein Logo. Das ist ein Element der Space Solutions, das da Edward schon vorgestellt hat. Das ist aber letzten Endes eine Marke, ein Branding. Man muss dazu wissen, dass es dieses Netzwerk schon seit vielen Jahren gibt. Es ist sehr schnell gewachsen mittlerweile. Also wir haben zum Beispiel 2007 damit begonnen, waren damals das zweite sogenannte ESA Big. Und aus dem Grunde brauchte man dann irgendwann eben diese Marke. Hinter jedem ESA Big steht letzten Endes ein Unternehmen oder eine Einrichtung, die dieses ESA Big der ESA. Navigation. Wir wurden gegründet Ende 2006 mit Sitz in Darmstadt, direkt benachbart zum Europäischen Satellitenkontrollzentrum, dem ESOC, das ja auch der Matthew schon hatte, also einen der Standorte in Hessen. Hier so etwas gibt, eben Raumfahrt zum Anfassen. Als Kompetenzzentrum für Raumfahrt beschäftigen wir uns unter anderem eben auch mit Galileo und Copernicus, sprich der Satellitennavigation, dem europäischen System Galileo und dem europäischen Erdbeobachtungssystem Copernicus, wobei es uns primär im ersten Schritt um die Anwendung geht. Das war auch der Grund, überhaupt dieses Zentrum zu gründen. Die Idee kam auf, zwischen ESA und dem Land Hessen direkt neben dem ESOC eben so ein Zentrum zu etablieren, mit dem Ziel, damals war Galileo gerade im Aufbau befindlich, mittlerweile ist es ja dann jetzt auch schon operationell, hier auch Arbeitsplätze zu schaffen. Und das kann man natürlich am besten, indem man Startups fördert, und das ist die Hauptidee an der ganzen Geschichte. Es gibt diverse Gesellschafter, die habe ich unten mal aufgeführt, also das Land Hessen, die Stadt Darmstadt ist dabei, dann die zwei Hochschulen, die sich mit Technologie insbesondere in Darmstadt beschäftigen, die TU und die HDA, aber auch privatwirtschaftliche Unternehmen wie die Telekom und die Telespazio Vega Deutschland. Das Ganze ist ein Element unter vielen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir ein Netzwerk sind. Der Matthew hat so eine ähnliche Darstellung auch. Ist eben dieses Netzwerk aus ESA-BIC-Standorten. Wie gesagt, von ehemals 2, 3, 4, so ging das los, 2007, daraus jetzt mittlerweile über 20 mit über 60 Standorten. Mittlerweile über 800 Startups auch unterstützt werden, wobei die Zahl noch aus Ende 2019 stammt. Wir haben ja gehört von Matthew, dass mittlerweile das Netzwerk pro Jahr 200 neue Startups aufnehmen und betreuen kann. Insofern wächst diese Zahl mittlerweile rapide. Wir haben uns 2018 erweitert. Wir waren ursprünglich nur in Darmstadt tätig als CESA und haben dort das ESA Big in Darmstadt auch betrieben. Wir haben aber mittlerweile zwei neue Standorte in Baden-Württemberg, und zwar in Reutlingen. Da arbeiten wir ganz eng zusammen mit der dortigen IHK, aber auch in Friedrichshafen, dort mit Airbus Defence und Space. Und insofern können wir jetzt auch beide Bundesländer bedienen. Man sollte dazu sagen, der Einzugsbereich der Startups, die wir betreuen, der ist wirklich international. Wir werden das auch nachher sehen. Die Kolleginnen und Kollegen kommen von überall her, primär aus Europa, aber nicht nur. Und letzten Endes ist es insofern regional, als man sagt, die sollten aber dann am Standort gründen mit der Idee, dass dort vielleicht der sinnvolle Partner, was Technologien betrifft, zum Beispiel das ESOC in Darmstadt, oder aber auch die Kunden sich befinden. Also man sucht sich eher das ESA Big aus und geht dorthin und ist letzten Endes völlig frei, von wo man herkommt, solange man eben ein Unternehmen in dieser Region gründen darf. Wir sind darüber hinaus seit 2014 auch der sogenannte Technology Transfer Broker für die ESA. Das hat der Matthew auch kurz dargestellt. Da geht es im Prinzip um eine ähnliche Art der Unterstützung. Man hilft Unternehmen bei der Nutzung von Raumfahrttechnologie, aber eben nicht nur beschränkt auf Startups. Und für uns ist natürlich das eine tolle Situation, dass wir in beiden Netzwerken hier parallel aktiv sein können und insofern auch die ganzen Synergien ausnutzen können. Es gibt natürlich einen Grund, ich habe den in Darmstadt sind, und das ist natürlich das ESOC. Und das ESOC liefert auch tatsächlich technische Beratung an unsere Startups. Zum Beispiel, es gibt auch andere Gruppen, aber ich nehme ein Beispiel raus, die Navigation Facility, die sich seit 30 Jahren mit dem Thema präzise Navigation beschäftigt. Da geht es um GPS natürlich einerseits, den russischen GPS, aber eben auch seit des operationellen. Da muss man wissen, dass die ESA in der Lage ist,
im Prinzip Positionen im Zentimeterbereich zu bestimmen. Das gilt für die Satelliten im Orbit, das gilt aber auch für Positionen am Boden. Und das ist genau die Idee, dieses Know-how auch den Startups zur Verfügung zu stellen. Was wir schon immer machen, ist, dass wir den Startups diesen Support bereitstellen, indem wir ihnen Experten am ESO vermitteln, die dann helfen können. Aber mittlerweile haben wir auch gemerkt, dass es natürlich in der Industrie, die in Darmstadt und Umgebung ansässig ist und auch über Kontraktoren am ESO tätig ist, viel Know-how gibt. Und insofern freuen wir uns, dass wir mittlerweile auch ein Budget haben, wo wir auch Dritte mit einbeziehen können, die dann unsere Startups beraten. Kommen wir denn an unsere Startups? Wie helfen wir denen? Der Matthew hatte schon gesagt, das Ganze ist einerseits eine Unterstützung. Ich komme nachher auch auf die Daten, was die finanzielle Seite zum Beispiel betrifft. Zum Beispiel in Darmstadt regelmäßig machen, einmal im Jahr, ist eine große Konferenz mit Teilnehmern. Das sind typischerweise bei 250. War zuletzt 2019 im April und da ging es ganz speziell um das Thema Klimaschutz und zwar inwieweit das auch vielleicht im Konflikt steht mit der Landwirtschaft oder ob da sich auch Synergien ergeben. Ich habe dann im Nachhinein dann noch ein Beispiel, wo ich das vielleicht ganz gut erläutern kann. Wir hatten Startup-Pitches und haben dort auch unsere Wettbewerbe immer aufgetaktet. Das ist einerseits der Galileo-Masters und andererseits der Copernicus-Masters, wo man im Prinzip Ideen einbringen kann, wie man jetzt mit Satellitennavigation Produkte und Dienstleistungen entwickeln kann oder auch entsprechend mit dem Klimabeobachtung. Das wäre dann Copernicus. In diesem Jahr 2020 hatten wir leider keinen Event aus bekannten Gründen. Corona hat das leider verhindert, aber wir werden 2021 auf jeden Fall wieder eine Konferenz machen und dann auch rechtzeitig dazu einladen. Ein anderes Element, das der Matthew schon genannt hat, ist das sogenannte ESA Investment Forum, das typischerweise, also mindestens einmal im Jahr stattfindet, mittlerweile auch schon mehrfach. Wir hatten das Glück, dass wir im Jahr 2019, damals schon im Januar, eines in Darmstadt machen konnten, auch wieder am Europäischen Satellitenkontrollzentrum am ESOC. Wir hatten 14 Startups ausgewählt aus einer ganzen Zahl von Bewerbern. Und haben 20 Investoren, in dem Fall allein aus Deutschland, eingeladen. Das war auch das Ziel. Wir wollten mal zeigen, inwieweit deutsche Investoren oder Investoren, die in Deutschland investieren wollen, hier auch raumfahrtaffin sind. Das war das primäre Ziel. Wie gesagt, andere Investmentforen finden auch in anderen Ländern statt. Das war aber tatsächlich das erste in Deutschland. Hat wunderbar funktioniert. Wir hatten ganz tolle Rückmeldungen von den Teilnehmern. Und es lag sicherlich auch daran, dass wir die Startups vorher gecoacht haben. Also der Event war ja im Januar. Wir hatten da schon im November begonnen mit Trainings, also wie man pitcht, haben die auch, wie gesagt, entsprechend ausgewählt und hatten auch am Tag vorher nochmal vor Ort entsprechende Coaching-Sessions mit Investoren, die dann nochmal geholfen haben, das Ganze fein zu schleifen, wenn man so möchte. Und das lief dann wunderbar ab. Und das werden wir auch sicherlich nochmal wiederholen. Im Moment ist im Gespräch, nochmal in Deutschland so ein Investmentforum zu machen, dann 2021. Das sind aber nicht die einzigen Elemente, die wir nutzen, um Startups bei uns zu integrieren. Wir haben gelernt, dass so Gewerbe wie der genannte Galileo Martin mal zu platzieren. Und die Startups, die sich nachher auch vorstellen werden, die haben zum Teil da auch mitgemacht, auch sehr erfolgreich, muss ich sagen, haben auch gewonnen. Aber was man natürlich auch braucht, und das ist genauso wichtig, Team, das sage ich bestimmt nichts Neues. Und unserer Erfahrung nach sind es Dinge, die man dann zum Beispiel in einem Hackathon auch aufbauen kann. Wir haben über mehrere Jahre im sogenannten FabSpace 2.0 Projekt der EU im Horizon 2020 Programm das Werkzeug Hackathons für uns entwickelt. Für uns heißt im Kontext zusammen mit der TU Darmstadt, aber auch mit anderen Inkubatoren europaweit, die alle einen Raumfahrtbezug hatten. Und hier ganz speziell ging es um Erdbeobachtung. Das heißt, ein Nebenzweck war natürlich auch dann neue Anwendungen für die Erdbeobachtung zu entwickeln, aber auch eben Hackathons im Bereich Raumfahrt dann zu etablieren. Wir haben da über 60 Ideen initiiert, wobei wir heißt dann die Teilnehmer. Und konnten daraus dann auch einige Startups generieren, die jetzt auch im ESA-BIT-Programm gefördert werden. Das Ganze geht weiter. Wir haben im Anschluss daran im EU-Projekt Astropreneurs uns auf das Mentoring konzentriert. Das Projekt
eben. Und das ist auch Projekt herauskam. Es reicht eben nicht nur den Hackathon. Und das ist hier ein Netzwerk, das wir derzeit aufbauen. Speziell auch für Anwendungen von Erdbeobachtung, aber nicht nur. Und dieses Projekt, weil es wie gesagt Ende des Jahres wieder ausläuft, hat auch ein Nachfolgeprojekt. Das sind nicht immer direkte Nachfolgeprojekte, aber sinngemäß. Das nennt sich Point IoT. Und da geht es zum Beispiel um die Navigation mit Galileo in Verbindung mit dem Internet of Things, von dem Sie vielleicht schon gehört haben. Also, dass ich im Prinzip auch einzelne Komponenten tracken kann und welche Produkte und Dienstleistungen ich daraus denn entwickeln kann. Das heißt, parallel zu unseren ESA-BIC-Aktivitäten der Förderung der Startups engagieren wir uns in europäischen Projekten zusammen mit Partnern, um die ganzen Werkzeuge, die Methoden weiterzuentwickeln, die wir brauchen, um einerseits die Startups zu entwickeln, aber auch die entsprechend dann. Kommen wir jetzt vielleicht zu dem Punkt, wie bewirbt man sich eigentlich? Und das ist im Wesentlichen das Gleiche in ganz Europa, aber ich möchte es anhand jetzt unseres einmal erläutern. Und das bekommt man letzten Endes im Moment. Wir haben natürlich einerseits Templates, aber wichtig ist, es ist einfach ein Businessplan, den man braucht und letzten Endes so ähnlich wie ein Projekt. Das heißt, man reicht den Businessplan und den Projektplan ein. Dazu gibt es Informationen auf unserer Webseite. Das Ganze nennt sich der Open Call. Open Call heißt so viel wie eine permanente Ausschreibung. Das heißt, man kann sich jederzeit bewerben. Und zwar, wie gesagt, mit diesen zwei Dokumenten. Das Ganze auf Englisch, das sollte ich dazu sagen. Aber natürlich helfen wir dabei. Das heißt, wenn jemand sich bewerben will, sollte er oder sie sich unbedingt vorher bei uns melden. Und wir sind auch gerne bereit, dann entsprechend die Entwürfe des Businessplans oder auch des Activityplans, wie er hier heißt, dann gegenzulesen und dann Tipps zu geben, was man da noch besser machen kann vielleicht. Der eigentliche Auswahlprozess ist über ganz Europa ESA-weit standardisiert. Da trifft sich ein Evaluation Board. Das sind typischerweise 4 bis 6 Personen. Leute von der ESA, Leute vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem DLR, die auch sehr viel Geld in die Aktivität reinstecken. Deswegen sind sie auch bei der Bewertung natürlich mit dabei. Dann natürlich Kolleginnen und Kollegen hier vom CESA, die nachher die Betreuung durchführen. Und auch von den ganzen Gesellschaftern, die ich genannt habe, die uns auch aktiv bei der Betreuung unterstützen, sind auch Personen mit dabei. Wir versuchen immer, die richtigen Experten mit einzubinden, je nach Thema, was die Startups beantragen. Letzten Endes machen wir das 3-mal im Jahr. Typischerweise immer im März, April, dann wieder Mai, Juni und nochmal Oktober, November. Sprich, man kann sich für die kommenden Runden dann auch noch bei uns bewerben. Und das Ganze findet immer statt am CESA bei uns, das heißt in Darmstadt. Da gibt es einen Pitch und dann gefolgt von einer Fragerunde, Questions and Answers, wie es so schön heißt. Mittlerweile in Corona-Zeiten machen wir das auch komplett remote. Das heißt, im Moment wäre das dann so, dass man sich einfach so wie heute mit dem entsprechenden Tool dann einwählt und die Präsentation dann online hält. Aber wenn das wieder geht, wird man das natürlich dann auch wieder in Persona machen. Wir können pro Jahr für Darmstadt 10 neue Startups auswählen, die wir dann über 2 Jahre betreuen. In Baden-Württemberg sind es 8. Was man hier rechts sieht, sind die Standorte und auch die ganzen Partner, die da mit involviert sind. Was bekommt man? Die finanzielle Unterstützung, weil wir sehr früh, in einer sehr frühen Phase das Ganze machen, beläuft sich auf 50.000 Euro. Und zwar hälftig von der ESA bzw. vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und die andere Hälfte kommt vom Land Hessen, kommt dann über die WI-Bank und die Fördermittel werden dann gebündelt durch das CESA an die Startups ausbezahlt. Dazu kommt optional noch ein Darlehen, das kommt dann von der Sparkasse, bei uns von der Sparkasse in Darmstadt oder entsprechend bei den Kollegen in Baden-Württemberg von den Sparkassen in Tübingen und Reutlingen. Und dort ist auch die Kofinanzierung übrigens natürlich konsequenterweise vom Land Baden-Württemberg und nicht vom Land Hessen. Auch die ESA fördert in beiden Fällen. Ja, die technische Beratung, denke ich, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist das Besondere an dem Programm, dass man eben nicht nur finanzielle Unterstützung bekommt, die wichtig ist, das ist klar, aber man bekommt eben auch bis zu 80 Stunden von unentgeltlichem technischen Support. Und ich hatte ja eingangs von dieser ESA Navigation Facility berichtet. Also wenn jemand sich zum Beispiel mit Navigation auseinandersetzt und dort neue Dienstleistungen entwickelt,
können die Kolleginnen und Kollegen dort entsprechend auch Beratung leisten, die man dann auch entsprechend nutzen kann. Vielleicht noch zum Reifegrad des Unternehmens. Also man darf nicht älter als 5 Jahre sein. Ansonsten würde man im Programm nicht mehr zum Zuge kommen können. Dann wäre eher das Technologietransferprogramm mit dem Spark Funding, das ja der Matthew schon genannt hatte, eine Option oder andere Programme. Aber umgekehrt kann man sich tatsächlich bewerben, sogar bevor man gegründet hat. Es ist also durchaus möglich, die Bewerbung schon vorab einzureichen. Allerdings, wenn man dann ausgewählt wird und wir dann einen sogenannten Inkubationsvertrag schließen, da muss man dann spätestens gegründet haben und dann gehen die 2 Jahre los. Jetzt mal schaut, wen wir so typischerweise unterstützen, wenn man versucht, das zu kalkulieren. Ich habe das Ende letzten Jahres. Dann sehen wir links, dass es 60% in etwa Satellitennavigation sind. Bei uns, das liegt auch daran, dass wir natürlich mit dem Thema damals Galileo sind, aber mittlerweile kommen immer mehr, also auch kombinierte Anwendungen, da werden wir nachher auch ein Beispiel noch sehen. Für Satellitenkommunikation im Moment eher noch wenige, künstliche Intelligenz nimmt zu. Und ein anderer Punkt, der wichtig ist, ist das Thema Spin-In, das hatte der Matthew auch dargestellt. Man darf seit etwa 3 Jahren mittlerweile sich auch als Startup melden, wenn man nicht eine Anwendung der Raumfahrt macht, sondern letzten Endes auch für die Raumfahrt Technologien entwickeln möchte. Also das, was er als Spin-Off und Spin-In bezeichnet hat, das können wir in Darmstadt natürlich und genauso in Baden-Württemberg unterstützen. Und das ist ein Segment, das tatsächlich wächst und auch da haben wir heute ein Beispiel mit dabei. Mittlerweile sind es 128 Startups, die wir betreut haben. Und wir haben tatsächlich eine sehr schöne Pipeline. Also wir haben auch in Corona-Zeiten immer sehr viele Bewerber, was uns sehr, sehr freut. Übrigens, die Erfolgsquote ist relativ hoch. Das liegt aber daran, dass wir ganz früh mit den Startups kooperieren, mit denen uns auseinandersetzen. Das heißt, wir achten darauf, dass wir Startups einladen, die auch tatsächlich eine Chance haben, dann auch diese Bewertung zu bestehen. Aber wie gesagt, deswegen ist es wichtig, dass man sich früh mit uns zusammensetzt und sich bei uns meldet. Wenn man schaut, wo die ganzen Startups herkommen, so kommen etwa hälftig die Gründerinnen und Gründer aus dem Hochschulbereich oder aus der Zielbranche. Das sind also zum Beispiel aus dem Logistiksektor oder aus dem Mobilitätssektor. Das ist eigentlich eine interessante Statistik, denn da sieht man auch, dass bisher nur knapp 10% aus dem Raumfahrtbereich selber kommen. Man hätte jetzt annehmen können, dass sich bei uns vor allem Raumfahrtunternehmen bewerben. Das ist also nicht unbedingt der Fall. Und ich möchte alle, die eben nicht aus dem Raumfahrtbereich kommen und aber dennoch sich überlegen, Raumfahrttechnologie für sich zu erschließen, anregen, sich bei uns zu melden. Denn das ist eigentlich im Moment unsere Hauptzielgruppe. Aber wie gesagt, die Raumfahrer nehmen zu. Das ist auch gut so. Aber es ist eben nicht so, dass die Mehrheit bilden, sondern es sind tatsächlich die Anwender von. Jetzt komme ich zu einem Versprechen. Nur ganz kurz, wir haben ja nachher 2 Startups, die für sich selber werden, die auch beide von uns betreut werden bzw. wurden. Jetzt mal als Beispiel etwas gesucht, das aus einem ganz anderen Bereich kommt, nämlich aus der Landwirtschaft. Das Unternehmen heißt Soloro, ist auch hier in Darmstadt ansässig und letzten Endes haben die eine App entwickelt, die aber natürlich ein Umfang, wo es darum geht, wie man die Düngemittelausbringung im landwirtschaftlichen Bereich optimieren kann. Wenn wir ja von den Sustainable Development Goals reden, auch Klimaschutz, ist das ja ein Thema. Düngemittel sind ein Problem. Es gibt eine neue Düngemittelverordnung. Und auf der anderen Seite muss der Landwirt, muss die Landwirtin natürlich auch überleben. Das heißt, die haben auch ein Interesse, möglichst effizient zu düngen und damit auch vielleicht Geld zu sparen, indem sie weniger Dünger ausbringen. Und gleichzeitig tun sie was für den Umweltschutz. Wie funktioniert das Ganze? Es werden Erdbeobachtungsdaten genutzt, zum Teil von Copernicus, zum Teil auch ältere Daten. Also man nutzt hier wirklich historische Daten und kann dann sofort das eigene Feld identifizieren. Das ist schon das erste Element, künstliche Intelligenz, wird genutzt, um diese Feldgrenzen automatisch zu generieren. Das heißt, der Landwirt auf dem Feld kann im Prinzip sein Feld sofort finden, tippt da drauf und kann sich jetzt eine sogenannte Potenzialanalyse erstellen lassen oder eine Potenzialkarte. Das heißt, es wird über die Jahre hinweg geschaut, was geben die Erdbeobachtungsdaten her, wo war am meisten Biomasse. Denn da, wo viel Biomasse ist, da war wohl auch der Wuchs sehr gut. Und letzten Endes sollte man da auch düngen. Und eben in Bereichen, wo nicht so viel gewachsen ist, sollte man eher weniger düngen.
denn da gibt es einfach nicht viel Potenzial. Das heißt, der Dünger würde einfach den Boden versickern und würde das Grundwasser belasten. Das ist so eine Erkenntnis daraus. Und jetzt kann der Landwirt natürlich hergehen und kann mit seinem Traktor entsprechend die Düngemittel ausbringen, entweder automatisch, indem er diese App direkt koppelt mit seinem Navigationssystem im Trecker, oder er macht das mit dem Tablet im Prinzip von Hand. Beides ist möglich. Und das ist auch der entscheidende Punkt, dass diese App eben auch für Großbetriebe einerseits, aber auch für Kleinbetriebe andererseits nutzbar ist. Man kann eben bis zu 20% Kosten einsparen und gleichzeitig die Regularien einhalten, was die Düngemittelverordnung betrifft, und etwas Gutes für den Umweltschutz tun. Ja, das ist eben nur ein Beispiel. Wir haben nachher noch viele mehr. Zwei mehr, um genau zu sein. Und damit wissen, ich habe Ihnen hier noch die Akteure nochmal aufgezeigt. Das ist meine Kollegin Anni und das Sascha Heising. Beide unterstützen uns in Projekten bzw. Hier sind die Webseiten. Und ich lade Sie alle ein, sich einfach mal dort umzusehen. Und wenn Sie eine Idee haben, wenn Sie sich gründen wollen im Bereich der Nutzung, Yeah, Frank and Matthew, thanks a lot. There was one question I had, at least I can see. Why is Canada part of the ESA? Someone asked. So I don't know if Matthew, you want to answer, or Frank, you decide who wants to take that question. Or was that a misunderstanding? No. Canada definitely is part of ESA in the respect that it's a cooperating state that we have with them. So back in the very early days of ESA in the 70s, we collaborated together on some telecommunications satellites. And in 1979, we signed the first cooperation agreement with them for 10 years. And that included very specific activities where we complemented one another. And also, it was very nice to have a transatlantic collaboration there, because it's very, very difficult sometimes to collaborate with the Americans, because NASA is a federal body of the US, which means collaboration there can be difficult, but with Canada that was much more straightforward. Okay, thank you very much. At the moment, I don't see any other questions. So, Matthew and Frank, really, really, thank you very much. Vielen Dank for first of all the insight, and I think that for most of the audience this is new. And it was another question. Let me just get. Oh no, that was just a thank you. You're more than welcome. Also, ich glaube, für einige ist es halt komplett neu, und ich freue mich auch immer, dass wir in der Lage sind, eure Ideen, was ihr so macht, da ein bisschen auch näher zu bringen in unser Ökosystem. Und auch gerade, Frank, dass du so aufgezeigt hast, wie da verschiedene, auch vielleicht nicht Leute, die direkt jetzt vorhaben, Astronaut oder ähnlich, Kosmonaut zu werden, sondern ihre einfach Lösungen für die Menschheit vorantreiben wollen, dass auch da eine Möglichkeit ist, bei euch an die Tür zu klopfen, und wenn da was kommt, werden wir gerne weiterleiten. Und ich freue mich, wenn wir uns die letzten paar Monate und Quartale ganz intensiv uns ausgetauscht in den einen oder anderen. Wir haben unsere Perspektiven manchmal reingegeben, wie das so aussieht von der Technologie und Bank. Ihr habt eure reingegeben, und das ist insgesamt sehr befruchtend und zeigt, wie eigentlich Koexistenz und Kollaboration hier gut funktionieren kann. Thank you very much, Matthew. Thank you very much, Frank. Which basically leaves me, with no further ado, Vincent, you are the next speaker. And I hope if you're ready, together with your colleague Mario, the floor is yours and the clock is ticking. Vincent, wenn du auf Deutsch oder Englisch, ja, ganz wie du möchtest. Freue mich. Also, auf ja, dich. Alles klar. Dankeschön, Michael. Ich bin Vincent Brenier, ich bin Deutsch-Franzose, und ich werde euch über Deep Blue Globe auf Deutsch was erzählen. Das PowerPoint ist auch auf Deutsch, aber Sie können auch gerne Fragen auf Englisch stellen. Heute begleitet mich Mario Castro Belera, einer der beiden Gründer von Deep Blue Globe und Managing Director, der auch gerne Fragen antworten kann. Also, was ist Deep Blue Globe? Deep Blue Globe bietet künstliche Intelligenzlösungen für die maritime Industrie und Umwelt, basierend auf Erdbeobachtungsdaten und Satelliten.
Ich werde uns erstmal ein bisschen weiterhin über unser Unternehmen und uns erzählen und dann über die verschiedenen Services, die wir anbieten können. Als erstes, unser Hauptziel, wie gesagt, ist, eine Lösung für die maritime Industrie zu finden, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und basierend auf Erdbeobachtungsdaten und Satellitendaten, die hauptsächlich von Copernicus Satellitenflotte. Unsere Vision ist, in den nächsten 10 Jahren in den Top 5 der Unternehmen weltweit zu sein, die Space-Lösung für die Industrie anbietet. Und wie Sie sehen, ist für uns auch sehr wichtig, die soziale Verantwortung mit einzunehmen. Und wir sind ein Unternehmen, was sicherlich sehr auf Wissenschaft und Hightech aufbaut. Da, wie Sie sehen werden, unsere beiden Gründer von der Raumfahrt und Weltallsektor ankommen. Unsere Idee ist also, Ozeane und Weltall zu verbinden. Und wir sind ganz klar ein europäisches Unternehmen, nicht nur, weil Leute aus mehreren Ländern bei uns arbeiten, sondern weil unsere Projekte europäische Unternehmen und allgemein europäische Leute dienen sollen. Unser menschliches Kapital und Expertise und unsere Kompetenzen, wir sind eine Startup, die Anfang 2018 kreiert wurde, mit Sitz in wurde von Frank Zimmermann. Wir sind inkubiert im ESABIC Hessen-Baden-Württemberg oder waren bis vor einigen Wochen und sind direkt neben mit einem Büro neben der ESOC in Darmstadt. Unser Gründerteam besteht aus Ingenieuren, Wissenschaftlern der ESA und von Eumetsat, die beide auch in Darmstadt sind und sind damit Experten im Programmieren, Code erstellen, Satellitendaten, Analyse, aber auch Projektmanagement und internationale Angelegenheiten, Echtzeit- und Fast-Echtzeit-Dienstleistungen und besitzen auch Know-how in maritime Industrieabläufe und Ozeandynamik. Wie Sie sehen, haben wir verschiedene Preise über die letzten 2,5 Jahre gewonnen. Manche von denen wurden von Dr. Zimmermann erwähnt, wie Galileo Masters oder Copernicus. Die letzten zwei, jetzt in 2020, wir sind Gewinner der Best Partnership für Airbus in maritime Ingenieurwissenschaften in München gewesen, kurz ein paar Tage bevor Covid uns abgeschlagen hat. Und jetzt im Juni wurden wir ausgewählt unter 15 Netzwerke, unter 100, beim Parzec-Accelerator, der sich um Erdbeobachtungs Unternehmen kümmert. Hier sind unsere finanziellen Daten. Wir sind natürlich noch in kleinen Startups, aber wie Sie sehen, hat sich unsere Jahresbilanz stark gestiegen in den letzten Zeiten. Ich werde also jetzt über die verschiedenen Dienstleistungen erzählen, die wir anbieten können. Das erste Projekt, womit wir auch die Inkubation gestartet habe beim ESABIC, heißt Poseidon. Poseidon ist eine Routenoptimierung. Es geht darum, mithilfe des Copernicus-Programms und der Strömungen, Wellen, Wind und well, habe ich auf Deutsch jetzt vergessen, diese Daten aus den Ozeanen irgendwie durch Satelliten anzunehmen, einen Algorithmus aufzubauen, der uns dann hilft, irgendwie mit auch historischen Navigationen und Schiffdaten und Hilfe von künstlicher Intelligenz, dann ein Schiff, egal welcher Schiff, eine Route vorzuschlagen. Und zwar eine Route, die die Witterbedingungen positiv annehmen wird und damit bis zu 15% oder 20% Kraftstoff ersparen kann. Das heißt, wenn man jetzt Containerschiffe beobachtet, ich komme jetzt auf den nächsten Slide, wenn man den Markt beobachtet, es hat eine Marktgröße von 2.300 Millionen Euro weltweit, bei 470 Millionen Euro in Europa. Wir haben als gezielten Hubkunden
Containerschifffahrtsunternehmen angenommen, weil sie natürlich eine große Flotte betreiben, aber auch riesige Kraftstoffkosten haben. Diese Kraftstoffkosten sind jetzt seit 30, 40 Jahren betragen sie fast 50% der operativen Kosten. Daher haben sie starkes Interesse an diese Dienstleistung. Wichtig ist auch, dass sie sehr interessiert an Digitalisierung sind und dass unsere Dienstleistungen niedrige Grenzen haben. Als Beispiel eine typische Reise da von einem Containerschiff für einen Monat, ein Kraftstoffverbrauch von 220 Tonnen am Tag. Kommen wir bei ungefähr 3 Millionen Euro nur für ein Schiff für eine Reise. Heißt, wenn wir nur 3% reduzieren können, sind das 100.000 Euro Ersparnisse pro Monat pro Schiff. Und wie wir sehen werden, können wir sogar in extremen Wetterlagen bis zu 15%. Unsere Preispolitik ist daher, diese Dienstleistung anzubieten mit einer Einrichtungsgebühr und eine monatliche Gebühr, die ca. 10-15% der zusätzlichen Ersparnisse beträgt. Eine zweite Dienstleistung, die wir anbieten können, ist Glaukus. Glaukus deriviert direkt vom Poseidon, heißt, beinhaltet diese Routenoptimierung, die ich vorhin vorschlagte, aber auch eine Möglichkeit, die besten nachhaltigen Fischplätze für Fischerei zu identifizieren. Auch dank Satelliten, dadurch, dass wir Temperaturen im See, in See oder auch Planktonvorräte Daten haben können, können wir auch definieren, welche Fische sich an welche Fangplätze befinden und damit auch Fischereien weltweit auch orientieren. Hier wiederum unser Markt. Wie Sie sehen, auch ein ziemlich starker Markt. Auch wenn wir nur 200 Schiffe in den nächsten fünf Jahren haben, was gut ist, und ein 0,3% zusammen, werden wir sehr rentabel sein. Wir haben uns dafür entschieden, als Hauptkundensegment die mittelständige europäische Fischereien, insbesondere die im Atlantischen Ozean tätig sind, anzusprechen. Das sind ungefähr 75% der Fänge und also ungefähr 100.000 Schiffe weltweit, die ca. 30.000 Unternehmen darstellen. Wir haben schon Pilot Customers aus Spanien, aber auch aus der nordischen Atlantik. Hier auch Glaukus wird als Dienstleistung verkauft mit einer ähnlichen Preispolitik wie vorhin, nur ein bisschen niedriger, weil es andere Kundentypen sind. Wir haben auch noch zwei andere Projekte, die in anderen Richtungen gehen, aber auch immer noch mit Ozeane verknüpft sind. OneWave. OneWave ist eine Tsunami-Verifizierung von Space. Es geht darum, Meereshöhe im Open Sea dank Satellitendaten, Altimetriedaten zu identifizieren und damit früh Tsunamis irgendwie, zumindest Tsunami-Verifizieren zu betreiben oder aber auch später, wie wir hoffen, je nach Entwicklung der verschiedenen Satelliten, auch Warnung von früh entstehenden Tsunamis herzugeben. Dieses System ist komplementär zu den existierenden Systemen. One minute. Ja, und wird, ich bin ja gleich fertig auch, und wird und ist schon von verschiedenen Institutionen wie LAPAN oder IAXO in Japan oder auch in Chile schon in ein anderes Projekt um Prognose der Plastiksammlung im Meer, das heißt Marinita. Und als letzter Slide wollte ich noch erzählen, wo wir gerade stehen. Wir sind gerade im Gespräch mit der ESA in der Negotiationsendphase um eine Finanzierung von 500.000 Euro.
erwarten noch andere 100.000 Euro und bräuchten für die nächsten 2 Jahre ungefähr 2 Millionen Euro und sind gerade Investoren um ungefähr 1 Million Euro, um uns zu vergrößern und dann in den nächsten 2 Jahren auf dem Markt anzukommen. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass Sie zugehört haben und dass Sie da sind und natürlich auch an die Cäsar und an Bettina Tau. Super, vielen Dank, Vincent, und natürlich auch Mario, der dabei ist. Also sehr spannend zu sehen, wie dann doch ein sehr praktischer Bezug auf Kosten und möglicherweise auch aufs Banking dann hier zu sehen ist. Das finde ich wirklich faszinierend, weil alle sagen immer, okay, was hat Space und Banking zu tun? Aber ihr zeigt hier ganz konkret an der Containerschifffahrt, aber auch Themen für die Umwelt, wie Schifffangbereiche gemacht werden können. Habt ihr denn schon Ist es schwieriger, die Technologie in den Griff zu bekommen, also die Anwendung zu finden, oder eher zahlende Kunden hier zu gehen? Was findet ihr schwieriger? I don't know who wants to answer, whether Vincent or Mario, but where do you see at the moment the bigger challenge, you know, getting the technology right or getting paying customers? Es hängt von den Dienstleistungen ab. Wenn wir über OneWave reden, sind wir der Technologie ein bisschen voran. Das heißt, wir erwarten noch verschiedene Entwicklungen in Satellitenmodulen, damit wir schnell genug diese Warnung weiterleiten können an Institutionen, die dann die Bevölkerung warnt. Für die anderen Projekte muss ich sagen, dass wir bisher immer, wenn wir mit Kunden gesprochen haben, sei es Container, Schifffahrtskunden oder auch Fischereien, sehr positiven Feedback bekommen. Daher haben wir auch diese Pilotkunden. Wir sind gerade in Gespräch mit verschiedenen Typen von Investoren, sei es Banken oder Privatinvestoren, Equity-Beteiligung, aber warten noch darauf, dass irgendwie sich alles konkret wird. Ne? Es ist klar, dass diese Zeit auch nicht unbedingt einfach für Investoren ist, wenn man sich auf die andere Seite erstellt. Aber wie gesagt, wir haben eine starke Rentabilität und mit wenig Hardware können wir den Kunden sehr schnell unsere Lösungen anbieten, die in den nächsten Sekunden, sage ich mal fast, schon Ersparnisse erbringen können. Okay, hervorragend. Dann, da jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, Vincent und Mario, vielen Dank an euch. Wenn weitere Fragen kommen oder mit euch in Kontakt, wir geben die dann an euch weiter, die Fragen, und wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Super, damit man auch mal einen praktischen Erfolg sieht. Wie kommt man von der ESA zu Cäsar und dann eben zur Gründung? Also ganz, ganz beeindruckend. Danke an euch beide. Danke euch und Cäsar für die Möglichkeit. Genau. Dann würde ich gerne hier an Chalk weitergeben, wenn das okay ist für dich. Yep. Okay, dann gehe ich stumm. 8 Minuten, time's ticking. All right. I stick with English, so let me share my screen. All right. Thank you, first of all, for having me and allowing me to pitch here our company. But before we move on to our product or solution, let me give you a brief introduction into the space market itself. I mean, it's promised that the space market is going to be a $1 trillion business or industry within the next 10 years. I mean, we see companies like SpaceX, and there are going to be way more companies offering different solutions. So we are going to have thousands of launches, hundreds of thousands of missions, and millions of applications, and one application we just saw from Deep Blue Globe. But with increasing numbers of missions or space missions that are going to be realized, we see also some other challenges. One very popular challenge is basically reducing the launch cost. One very famous company here solving this issue or tackling this issue is SpaceX, as we all know. But there are way more challenges in the entire process. And it's not only about the hardware itself. We see also one big challenge that is going to be very important in the near future, which is the procedures between all these different stakeholders and the interactions. This causes actually a lot of, let's say, issues and complex processes with it. So we are going to see a lot of complex procedures when it comes to requirements management.
And due to this complexity, there's going to be a lot of information losses and miscommunications between these different stakeholders. And this causes, at the end, high costs when it comes to personal costs. And we have made it our mission to reduce space mission costs by actually increasing the accessibility to space by optimizing procedures. And one side effect of it is, of course, that we help to contribute to prevent space debris by aggregating multiple payloads in a more efficient way on different platforms. Therefore, we have one solution and two products. The solution is an innovative requirements and inventory management software with which we provide within two products. The one product, MeGuide, is a software as a service inventory management tool, which we provide to carriers within the space market. And the other one is actually a B2B platform, the MeSmart platform, which is an industry-wide matchmaking platform. But more on that a little bit later. First of all, let's have a look on our software as a service solution, MeGuide. Basically, as already said, this software is provided to carriers all across the globe, and it helps these carriers who offer launch vehicles or satellite platforms or other platforms like the ISS to better handle their own customers and the procedures in between. So the core functionality is basically we provide a digital environment which centralizes the entire communication between these carriers and their own customers. And we automate processes where we match automatically the requirements from these customers with the given access within a given inventory and the resources of these different platforms. Around this, we have additional features like exchanging documents, generating documents, chat functions, and so on and so forth, which helps at the end streamlining the entire process. It brings a set of benefits to these carriers when using MeGuide. So the entire customer care is happening centrally on one digital platform. The requirements and inventory management is being done through this software, and it helps. And the most benefit actually is we automate these processes. So we match those requirements with the given inventory. MeGuide is not only bound to the space industry. I mean, if we look at the other industry sectors where demand and supply interact very closely with each other, MeGuide is a solution which can be transferred into other sectors as well. And therefore, we have two specific sectors in mind, which is the test facility sector and the logistic and cargo sector. And there we are actually currently working with partners and companies who reached out to us on implementing our solution into other industry sectors as well. Now coming to the B2B platform, MeSmart, which is actually based on the same technology as the MeGuide inventory management software. This platform is a cross-industry or cross-continental platform, which matches payloads from payload owners like satellites. It can be a single payload and single technology with given and manifested platforms all across the globe. So basically, we help payload owners to gain access to a transparent market with just a few clicks. You know, you come inside, give us your requirements. How big are you? How heavy are you? Where inside the orbit you want to go? And we help you finding the right service providers across the globe. So these payload owners are getting organized through us, through the software, and they can focus on their payload development, basically. They have targeted consultancy through this software and through our service, so they don't need to go to these fairs across the globe, to so many conferences. And with Corona now, we see this shift to more digital conference that we have right here. So basically, we support here payload owners to gain access to a wider range of service providers, and at the end, it helps them to get to market faster. If we look now at the numbers of the markets that we target, actually, so as mentioned before, for the MeGuide software, inventory and requirements management software, we have three different markets. The one is the space market, the test facility market, and the logistic and cargo market. Together, we have a 40 million addressable market for our company, which is based on a bottom-up approach for the next 5 years. If we look at the B2B platform aspect for our MeSmart and matchmaking service that we offer through the B2B platform, we see a 40 million market over the next 5 years only in a small launch segment.
So there is huge potential in it, and we hope to be part of this and have a piece of the cake. The business model behind it is quite simple. For the software, we have a subscription plan, so we have three different packages and a flat setup fee. And for the Me Smart, same, quite simple. It's based on a success story at the end of the day. So if a contract comes in place between payload owners and service providers, we will ask for a commission fee, which is currently now at 5%. Of course, the market landscape is full of softwares that do requirements management and ERP softwares as well. I mean, there are big names like SAP, Organos, IBM, JAMA. So we all know these companies and we all know their software, and they are really strong in what they do. But what we see and what really becomes more and more of an issue is the gap between the requirements of customers and the enterprise resources that are given. And what we do is we actually close this gap by introducing our matchmaking between requirements and resources. Having a look at our company and where we started and where we are now and where we want to go within the next years. So we started in actually January 2018 with a project from DLR called Space Factory 4.0, where we investigated on matching Industry 4.0 processes with given or current space processes. Out of this, we came up with the idea and incorporated in July 2018. And since the same year, we are part of the ESA BIC in Darmstadt. Down the road, we had some smaller and bigger success stories. The last one was the acceptance of the Parsec Acceleration Program. And for the next years, or this year actually, we plan a pilot phase for our B2B platform, which is Me Smart. We are currently developing the Me Guys software. And the next phase will be for the next year to start with Me Guide, basically increase revenues up to 500K and further growth for the next 2 to 3 years. We have already signed multiple agreements with different service providers across the globe, ranging from launch service providers up to satellite platform providers. The team consists of my partner, Puya, and I. So we founded the company, and on board we have our two advisors, Katja and Jörg. Jörg is an industry expert when it comes to space, and Katja helps that out with financial aspects, as Puya and I both are engineers. And so that helps us a lot. So why do we believe that now is the right time for such a digitization within the space? 1 minute. So we see that customers are coming up with more and more wishes and customization aspects. We have a huge growing market. So that means that competition between these different service providers in the space market is growing rapidly. So who wins the customer and who satisfies the customer? And that means customer satisfaction or the aspect around the customers becomes more and more relevant. This is where we come in, provide a software solution to streamline this process and to provide a solution into this unstoppable digital wave. And that's why we provide an investment opportunity into the next step, which is the digitization of the space industry itself. We are currently seeking for an investment of 300K, and it's mainly used for increasing the team and expanding the team and to reach profits within the next 2 years. And I would be more than happy, if you're interested, reach out to me after the call, write me an email. We will get it, visit our website, and I'm looking forward to some questions. That's it, thank you. Thank you very much. That was very impressive and very concise. I'll give you a couple of minutes more because I didn't see a question. So you must have answered all of the questions already. Or people are so stunned with what you are doing. So really well done. I really appreciate. So just one question. So I saw your pricing, but how much, and maybe I missed it, but how much traction do you already have with clients, and where do you see that going? Because you're dressed very similar to also what Vincent and Mario did before, addressing what's the market. And of course, it's always easy to put it in the context of SpaceX and everything. But I think you narrowed it down specifically what you're doing. But so the market size and your USPs there. But how much traction do you actually get at the moment in order to ultimately be able to do that? So basically, we are already online with the beta version of our B2B platform, Me Smart. With this, we have currently three payload owners, like satellite payloads, and three more technological payloads, which we
investigate to find a match for this. So hopefully this year we will have a success story. So fingers crossed. So this is for the B2B platform. With these customers or with this beta phase, we improve the software, we improve the service, we try to better understand the needs of the market. When it comes to the software as a service, which we provide to carriers, to MeGuide, the other product that we have, and we are currently in the development of the product. And we have signed LOIs, to be precise, 5 LOIs to beta customers or pilot customers for them to use the software and to help us to improve the software and also to bring in their input into the software. So we are in the pre-revenue phase, if you want to call it like this. We have ongoing revenues through projects, which we have with DLR and ESAL. So that's a different story. So we can keep the company sustainable. But for this product, we are currently in a pre-revenue phase. Okay, very good. I was just trying to type because there was a question which I wanted to say. I'm going to ask a question. Is MyGuide an early level product designed to attract customers to the MySmart platform? Right. So to build a platform, a B2B platform especially, you know, is the chicken egg problem. So what do you do? For us, it's not a problem within this aspect. So we believe to increase the service providing party side. So what we have is actually the MeGuide software. Is software that we provide to these carriers. Once they use the software, we can automatically input their manifested platforms onto our platform. So to answer the question, yes, it is a prior step to increase the service ranges of our B2B platform, MeSmart. Okay, there's another question which I'm trying to interpret, but maybe you have a better interpretation that way. It reads out, what is the difference in requirement management for space area and ground business? So I don't know if it's referring to different skills or headcount. So where do you see the big difference when you're dealing with the space area or when you're dealing with things more natural here? I try to answer the way that I understand the question. So requirements management for space missions, you could imagine that it's quite complex. So when you want to bring up a payload into orbit, you have to consider many, many aspects, like from how big is it, how heavy is it, what are the thermal constraints, what are the power constraints, what are the cleanliness levels for integration the payload into the spacecraft and the spacecraft onto the launch vehicle, and so on and so forth. So we basically have developed a software which asks and guides the customer through 60, 70 different parameters, which we gather this information and we match them with given constraints from the service providing party. So we ask the service providers, what can you offer? What are your limitations? And these 60, 70, 80 different parameters we use to matchmake. So when it comes to requirements management, nowadays it's being done through email, PDF, Word, Excel. So you lose a lot of information. If you look at like non-space markets, it's again a little bit easier to communicate and exchange the information. So to answer your question, I think it's a little bit more complex, and those requirements management software that are given already, as mentioned in my pitch as well, are not suited to match those requirements with given inventory. So you just gather the information and then you do the rest of the work manually. What we do, what we want to provide, is to matchmake these requirements with given resources. I hope that kind of answers the question. It does indeed. Well, let me see if that's answered in the right direction. Thanks a lot. Yes. So that was the right thing. Okay. So I think we've reached the end, which is also good. It was really great and fascinating. So thanks a lot to all of the speakers. Thank you, Frank. Thank you, Matthew, Vincent, Mario, backing up because he was here for the tough questions, I think. And Jörg, for being a bit interactive. I would, again, like to thank you. If there are more things, it's great that we can bring your community together with our community. Let's make this place a better place, hopefully.
and it was insightful. If there are more comments, we will lead them to you. A big thank you also to my team, Katrin and Erzin, for organizing all of this, bringing that together. There was one thing, and I do apologize to Matthew, which one of the things you did not see, actually, I was out for 10 minutes, and that was my excuse. But I tell you why I was out, and I was very pleased to do that. In a second, allow me all for doing one thing. Hopefully, if this is going to work, sharing your screen. What's the difference? We've just been awarded on the lower right corner the Diamond Star Award Digital Banking 2020 again from Handelsblatt, and I was on the ceremony for 10 minutes while Matthew was speaking, so I do apologize not paying attention to you, Matthew, but I hope I caught it up. So this is for our identity project, Lissy and the team. So we're very thrilled to get it 2 times in a row, and some of my Bayern Munich fans already said, let's do a triple next year. No, but seriously, no, we're really thrilled and proud, because this is a very important award in our industry, and to get that after last year, the self-driving truck from Daimler and Bosch, the payment, now getting the digital identity being awarded, that's huge, huge, huge for us. So vielen Dank für alle im Team, die das möglich gemacht haben. Und wie gesagt, wir freuen uns, euch im Oktober, 6. Oktober wieder zu sehen. Bis dahin bleibt uns gewogen. Ich bedanke mich ganz stark bei unseren Gästen und freue mich dann in anderer Gelegenheit, Konstitution. Und vielen, vielen Dank an euch und das Team, und bleibt alle gesund. May the tech be with you. Dankeschön. Danke. Danke vielmals an alle. Schönen Abend. Und bleiben Sie gesund. Genau. Tschüss.